Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tribes of Midgard. So, es ist gleich Tag. Heißt, wir werden Silkyflossen farmen. Und da kommt es schon an. Schaut an, schaut an. Meine kleinen Silkys, gebt mir eure Schwanzflossen. Aber schon eine, geil. Und das neue Schwert ist immer noch hardcore geil. Das burnt hier immer noch alles weg. Und ich habe irgendwas abgeschossen mit dem Ding. Nicht gut. Hier wollte ich nicht rein. Ja, okay, die Ressourcen hier sind noch nicht nachgewachsen. Schade eigentlich. Aber wo haben wir denn die Silkys? Wir bräuchten noch ein Schwanzflösschen. Da haben wir noch eins. Und da haben wir zwei Flossen von einem Silky bekommen. Ernsthaft? Sag mal, du da hinten störst. Aber wir haben alles jetzt. Wir könnten tatsächlich zurückgehen. Wir könnten. Was macht das? What the fuck war das? Alter, was ist das für eine Fähigkeit? Was war denn das gerade für eine Fähigkeit? Die will ich nochmal einsetzen. Geil! Was macht denn der da oben auf dem Holzding? Stieg, getönt. Alter, ich hab gleich wieder ein Level ab. Das ist geil. Da haben wir's Level. Da haben wir's Level ab. Wo ist die Kiste? Hä? Da ist er. Alter, krieg ich hier XP von denen. Ist das geil. Aber wir haben eigentlich alles, ne? Wir könnten Boot. Boot? Da unten ist es. Da haben wir das Boot. Wir gehen nämlich, ich hoffe, noch anders zurück. Nein, scheiße. Ich habe ein Problem. Ich muss noch warten, bis die Abklingzeit vorbei ist. Oder wir schippern mit dem Boot darüber. Wir schippern mit dem Boot darüber. Ich möchte nämlich gern zu Hause ankommen und... was wollte ich aufwerten? Rüstung! Genau, ich will bessere Rüstung haben. Und das Coole ist, wenn ich das Boot abbaue und im Inventar rumtrage, irgendwann ist die Durability wieder komplett voll. Das ist voll chillig. Wir werden, wenn wir ein schnelleres Boot haben, auf jeden Fall auch die Map noch weiter erkunden. Aber mit diesen kleinen Booten, das bringt es einfach nicht. Denn irgendwo gibt es noch neue Ressourcen. Wir brauchen jetzt Saphire für irgendwas. Hier aussteigen, wegmachen, so, und einmal da hoch. Na komm mal her, du auch noch, und du bestimmt auch, so.
Wo hatte ich mich hier hoch zum Teleporter gebaut? Alter, der Baum ist wieder über die ganze Map geflogen. Oh, geil. Ach Mensch, was wollt ihr denn von mir? Ah, die kapieren das auch nicht. Die haben keine Chance und die greifen immer wieder an. Die versuchen es immer wieder. Respekt an den Willen, den die aufbringen. Aber die müssen es doch langsam mal kapiert haben, dass die keine Chance gegen mich haben. Odin ist an meiner Seite. Der wacht über mich. Das mit dem Baum war nicht absichtlich. Der ist einfach vor Altersschwäche umgefallen. So, hier oben haben wir noch Eisen, das snacken wir uns noch. Und dann einmal zurück. Ich möchte jetzt eine neue Rüstung herstellen. Und natürlich gleich die beste, die es gibt. Reparieren muss man auch wieder. Och, Mann. So. Ach nee, hier brauchen wir ja das Leder. Dann brauchen wir hier diese Geflossen. Genau. Und jetzt können wir das Leder herstellen. Nice. Gulwarts Helm. Minus 1 gegen Feuer. Brennalpha. Ach du Scheiße. Der will diesen Bernstein haben. Und das überall gleich viermal. Welche macht man uns da jetzt? Ich würde die hier nehmen. Den Seiderschleier. Seidermantel. Seiderhandschuhe. Weil was Besseres kann man tatsächlich noch nicht herstellen. Und wie sieht die Rüstung aus? Ja, die lässt sich sehen, muss ich sagen. Pfeile haben wir auch wieder ein paar hier. Essenzen leider nicht. Der kann erst einmal weg. Die alte Rüstung kann weg. Essen haben wir noch genug. Wir müssten uns noch ein paar Portalschreine herstellen. Uralten Kern fehlt jetzt, okay. Gut. Wir haben auf jeden Fall eine neue Rüstung. Wir haben auch wieder einen Skillpunkt. Erhöht das Zurückschieben von Pfeilen des letzten Nahkampf-Kombo-Angriffes. Erhöht die maximale Stapelgröße von Pfeilen um 4. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Noch 2 Level und dann könnten wir uns an den Boss wagen tatsächlich. Hier haben wir alles. Dann machen wir das doch tatsächlich mal. Bis auf den Stein. Den müssen wir wieder herstellen. So. Essen, Meeresfrüchte, 2 Minuten lang Widerstand gegen Hitze, heilt mich aber nicht, oh, toll. Das ist eine Sauerei, wenn mich das nicht heilt. So. Und ein neues Schild. Seiderschild oder Gulwatschild. Ich würde das Schild nehmen. Denn wir benutzen.
Momentchen mal, warte mal, da können wir uns doch gleich. Von dem gibt's kein Schwert. Utgards Bartaxt, okay. Alvishammer. Hier unten geht's ja noch weiter. Hier Seiderhammer. 162 und das, was ich besitze, macht aktuell 127. Ich glaube, das ist eine Zweihandwaffe. Wir können den mal herstellen, just for fun. Und ja. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir testen den Hammer mal. Wir gehen den einfach mal testen. Und nebenbei natürlich wieder das hier machen. So, na dann meine Gegners. Kommt mal her. One hit. One hit. Okay, hier ist nur Stärke Level 40. Ich hätte gern ein größeres Monster. Und zwar so ein Troll wäre geil. Oder sowas. Okay, okay, ja, ja, nice, 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 nice. Der hat's in sich, den würde ich tatsächlich aufheben. Und zum Bosskampf, vielleicht versuchen. Vielleicht ist der gut, vielleicht nicht. Weil das eben eine Zweihandwaffe ist. Ich kann damit nicht blocken, ne? Wie hier, falls irgendwas sein sollte. Ja, wollen wir mal schauen. Auf jeden Fall will ich auch noch ein neues Boot herstellen. Und da müssen wir mal gucken, was der Spaß kostet. Und das werden wir auch gleich machen, ne? Ich feiere mein Haus immer noch, das ist voll geil. Boot war hier. So, Boot aufgewertet. Holzbretter und Garn. Also wenn du Garn möchtest, kriegst du Garn und Holzbretter kriegst du auch. So. Haben wir ein neues Bötchen. Und da würde ich sagen, wir gehen dahin. Wir haben jetzt eine neue Rüstung. Oh, Moment, 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 Moment. Wir haben eine neue Rüstung. Wir haben ein neues Schild. Wir haben den Hammer. Du bist erstmal ganz still hier, ne? Neue Rüstung, neue Waffe. Wir gehen dort in die Unterführung. Bin mal gespannt, ob das jetzt was bringt. Vor allem, wir haben ja auch noch den Nornenbogen, der genauso krank ist. Ja, schön. Das Lustige ist, wenn ihr das sehen solltet, unter der Minimap, Staffel 0, Episode 1, aufs offene Meer. Bändige Jan Sachser
Das Problem ist, ich habe Bendigian Sachser Tümbelande für Boot. Problem ist, ich besitze schon ein Boot. Ich besitze ein Boot. Ich war schon auf anderen Inseln. Ich brauche die gar nicht mehr besiegen. Okay, hier würde ich jetzt tatsächlich mal den versuchen. So. Nice. Nein, das wollte ich jetzt nicht machen. Geil. Das Vieh, was uns totgekloppt hat, haben wir jetzt totgekloppt. Und hier oben gibt es wieder Gold. Oh, ist das geil. Und jetzt würde ich gerne mal den Nornbogen testen. Nice. Alter. Die Waffen haben es in sich. Die haben es in sich. Also da müssten wir dann im Nachhinein leichtes Spiel beim Gegner haben. Also beim Boss. Außer es kommen zwei von denen hier. Aber selbst hier ist das Schwert einfach gerade richtig geil. Geil! Ja. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal dort hin, gucken, was es dort oben so alles Schönes gibt. Vielleicht eine neue Ressource, vielleicht auch nicht. Wir lassen uns überraschen. Ne? Oh, ich hoffe, der hat jetzt nicht das Gold zerstört. Doch, hat er. Aber hier gibt es noch ein bisschen was. Geil. So muss es laufen. Was? Wir sind durch? Lol. Geil. Da ist der Dicke. Dann machen wir erstmal diesen hier. Ja, da war er weg. Du hier oben bist auch weg. Na, können wir uns hier mal ein bisschen umgucken, würde ich sagen. Aber ich glaube, hier gibt es halt nur die gleichen Ressourcen wie in dem anderen Wüstenabschnitt. Aber hier ist der Hirsch wieder. Brennalpha Bernstein gibt es hier auch. Das ist natürlich jetzt wieder richtig geil. Das heißt, ich kann dann die andere Rüstung machen. Hi, Dwalin der Hirsch. Oh Gott, wie viele Weltenhirsche waren denn das im, auf Yggdrasil? Das war eine ganze Handvoll, das weiß ich. Oh, waren das 5, 6 oder 7 Hirsche? Ne, 9 waren es, glaube ich. Für jede Welt ein Hirsch. Ah!
Oh, ist das geil. Wir werden uns dann später definitiv doch noch mal eine andere Rüstung herstellen. Deutsche Sprache. Jetzt habe ich das Hobby kaputt gemacht. Oh, hier haben wir Granat. Das ist gut. Ich glaube, der ist uns nämlich auch ausgegangen. Ich glaube, der ist uns auch ausgegangen. Und wir haben ein Level up. Noch ein Level und wir können zum Boss. Nice. Ja, das ist geil. Das Level werden wir uns hier auf jeden Fall holen. Hier ist wieder Granat. Das ist richtig geil. Alter, hier gibt's einfach alles. So muss es sein. Und ja, ich farme trotzdem noch ab, weil... Ja, man braucht die Ressourcen, wie ihr mitbekommen habt. Und Gold haben wir jetzt auch ein bisschen was durch die Höhle. Stopp, hier unten war Granat und da ist Eisen. Und dann kann man kämpfen, so. Gebt mir eure Kiste. Ging's hoch. Hier sind wieder die Feuerhainis. Brennalpha-Bernstein. Geil. Soll ich's wagen? Erstmal ihr außenrum aufräumen. So, stopp mal. Den Segenpunkt will ich noch schnell verteilen. Jo, ein Level noch. Dann können wir auch den Wolf beschwören. Und dann haben wir zwei, die neben uns kämpfen. Ja, why not? Hier unten hatte ich auch noch ein paar Ressourcen gesehen gehabt. Aber hier sieht man auch, dass Winter ist. Das ist richtig, richtig gut. Jo, das war's dann. Naja, dann gehen wir mal rein hier, gucken. Und ich gönne mir einen Schluck Kaffee. So. Meine Kehle war auch schon ganz trocken. Wollen wir mal gucken. Hier liegen Bömmchen rum. Okay, oh, hier ist wieder drei Goldvorkommen. Geil. Hä? What the fuck? Was ist denn hier los? Hier geht's gar nicht weiter. Hä? Ach, hier unten. Dann...
Da war nix. Hier war ein Gang. Da war nix. Okay. Oh, fuck, mein Schwert. Oh, fuck, my life. Shit. Der Pfeil zeigt nach da. Da gehe ich natürlich hier unten lang. Oh, ich höre da was Großes. Alter, ist das geil. Dieser Hammer einfach. Ey, warte mal. Das ist ein bisschen unfair, was du hier gerade fabrizierst. Die geht mir auf den Sack. Ja, man kann mit dem halt nicht blocken. Alter, 1000 Damage! Fuck, das ging vorbei. Der hat mich schon wieder erwischt. Scheiße. Okay, die Höhle ist doch noch nichts für mich. Schade eigentlich. Wo war? Da war der Weg. Schade eigentlich. Das Heilfeld, das zeigt sich auch nicht jedes Mal. Ist wirklich ein bisschen schade. Aber gut, kann man nicht ändern. Man kann nicht alles sofort machen. Das wäre ja dann lame. Und nee, muss nicht sein. Da warten wir ab, bis man diese Höhlen gehen. So. Schwert haben wir ausgerüstet. Ja, die Drohne spinnt wieder rum. Ich muss die Drohne wegmachen. Ey, das geht nicht mit der. Das geht einfach überhaupt nicht. What the fuck? Ich bin tot. Jetzt. What the fuck? Ja, gut. Ja, dann werden wir in der nächsten Folge mein Loot wiederholen. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Der Daumen nach oben ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, nächsten Tag und bye bye.